Hallihallo, hallöle. Ich habe mal wieder ein bisschen Pathfinder gespielt. Ich habe auch gestreamt. Falls ihr es nicht gesehen habt, solltet ihr vielleicht mal meinem Twitch-Kanal folgen. Und ich habe mir gedacht, das ist, macht mir wieder so viel Spaß. Ich mache mal ein paar Kisten auf hier. Die Sin and Innocence Mystery Boxes, die es jetzt neu gibt. 10 Stück haben wir da. Mehr werde ich auch nicht kaufen. Aber so also die ersten 10 kriegen meistens ganz interessante Sachen. Und können wir Peek Inside machen oder sowas? Nein. Ja, guckt auf die Webseite von Path of Exile, wenn ihr wissen wollt, was drin sein kann. Wir werden mal sehen, ob wir was Cooles kriegen. Ich fange mit der ersten an. Und das war direkt die Sin Wings. Die sind schon gar nicht so schlecht. Die Wings sind auf jeden Fall in dem selteneren Tier, nicht in dem ganzen, im kompletten Crap. Achso, und die Boxen kosten 30 Punkte. Hier seht ihr es gerade noch. Und alles, was drin ist, ist 30 Punkte oder mehr in Zukunft wert, wenn es alleine im Shop auftauchen wird. Was haben wir denn noch? Direkt den Portaleffekt! Jawohl, das ist natürlich richtig schön. Den Innocence-Portaleffekt, ich finde den, glaube ich, ziemlich nice. Ein Kumpel von mir hat mir heute schon den gemergten Portaleffekt gezeigt, weil man kann wieder wie bei der vorigen Mystery Box auch die Sinn-Objekte mit dem gleichenwertigen oder mit dem Gegenstück von Innocence kombinieren. Aber ich finde die Innocence-Sachen eigentlich viel schöner. Das ist das niedrigste Tier, die Common-Sachen. Ja, gut. Helmet-Attachment benutze ich immer mal ein paar. Noch den Sinn-Helmet-Attachment. Ich weiß nicht, die Sinn-Sachen sind mir, glaube ich, zu düster und zu eklig. Die gefallen mir gar nicht gut. Noch als nächstes. Ah, Sin Cathedral, das ist was zum Hinstellen. Ja, das können wir mal direkt hinstellen. Hier, Hideout. Gucken wir mal rein. Wo steht's? Wo steht's? Da. Wow. Das ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Das gute Stück. Wenn wir das drehen, wie sieht das aus? Ah, beiden sind gleich. Okay. Machen wir hier weiter. Was kriegen wir als nächstes? Das Innocence Symbol. Creates an object in your hideout. Okay, das ist offensichtlich. Das ist das Symbol, was man im Akt 5, beziehungsweise Akt, nee, im Akt 5 platzieren kann. Ach komm, nicht noch bei 10 Sachen das gleiche nochmal, wenn irgendwie, keine Ahnung, 2 Dutzend Sachen drin sind. Cherupet, können wir wieder ein Pet mit uns rumfliegen lassen. Und das vorletzte, das Helm Enchant. Das finde ich tatsächlich, glaube ich, richtig geil aus. Und die letzte Kiste. Okay, no reaction. Das ist nicht interessant. Aber wir können mal das Helm Enchant noch anschauen, würde ich sagen. Wo haben wir es denn? Da. So, sieht das aus. Das ist noch das Seeker, glaube ich, Seeker-Zeug. Und ich könnte jetzt hier mit dem und dem Sinn. Wie sieht denn das Sinn-Ding aus alleine? Moment mal, nehmen wir das mal kurz nochmal weg. Das sieht halt einfach kacke aus, finde ich. Also das Sinn-Ding werde ich, glaube ich, solo nie benutzen. Können wir das, glaube ich, lieber mit dem, was ich doppelt habe, kombinieren, ja, combine. Und dann haben wir zwei unterschiedliche. Sieht auch weird aus, weil es die Federn und das Ding kombiniert. Das ist, normalerweise hat das nur so Federn an der Seite. Ha. Schräg. Aber das Portal können wir nochmal benutzen. Wo ist es denn? Da ist das Portal. Sonst haben wir jetzt, glaube ich, gerade nichts rausbekommen. Dazu muss ich auch mal irgendwo hingehen, wo man ein Portal benutzen kann. So. Machen wir mal hier das Portal auf. Das ist natürlich schon schick. Kann man nicht anders sagen. Schickes Portal. Schicker als die Portale, die ich bis jetzt habe. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Eieieiei. Lecker, lecker. Das waren die 10 Kisten. Ach, Moment mal, die Wings haben wir noch gar nicht. Die Wings. Nein, nicht da. Egal, sind wir jetzt im Plaza. Ich glaube, hier kann ich auch die Wings zeigen. Die Wings haben wir noch gar nicht. Hier. Die finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Wobei. Nee, die finde ich nicht so schlimm wie die Krüppeldinger am Kopf gerade.
Die Wings sind ganz okay. Wobei mir tatsächlich die Innocence Wings viel, viel besser gefallen. Ich mag einfach dieses Goldschimmernde. Das finde ich schön. Aber trotzdem, diesen, wie gesagt, die finde ich ganz angenehm. Hier ist noch anderer Kram drin. Sonst hat man jetzt nichts. Keine Fußeffekte oder ähnliches. So. Das war's damit von mir. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.